weil die mich leider doch nicht besuchen kommen können. Starten wir die erste Lernsession. Ja! Oh, scheiße, ich habe ja nicht mal mehr meine Lockdown-Ausrede. Irgendwie ist mein Problem mit Babyhaaren richtig... Es ist da. Oh, bitte, 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 Nut Butterball. Das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus. Boah. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, wenn ich das nicht hinkriege und ihr das in einer Sekunde löst. Bin ich mir noch nicht sicher. Ich kann schon ein bisschen Füllung. Mm. Wow. Und dann, ich finde, das ist das Schlimmste, was es gibt. It's fine. I'm not stressed at all. Ja, ich muss echt sagen, ich glaube, ich bin so glücklich, wie ich noch nie war. Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Wir sind bei Vlogmas Day 14. Irre. Ja, ich habe heute ein wenig länger geschlafen, weil ich... Sorry, ich habe da gerade vor dem Fenster geguckt. Weil ich gestern irgendwie noch so ein... Ja, so eine kleine produktive Phase hatte. Also ich habe die Matheaufgaben gemacht. Dann habe ich noch Fixie Foxy mein Video fertig geschnitten. Ich habe noch kurz mit meinen Eltern telefoniert. Dann habe ich schon mal meine Woche geplant. Und ja, auf einmal war die Stimmung da. Und dann habe ich irgendwie eine längere, noch länger gemacht als eigentlich. Und ja, genau, ich habe nicht mit meinen Eltern gefacetimed, weil die mich leider doch nicht besuchen kommen können. Die... Hotels und Ferienwohnungen und alles Mögliche, die machen leider erst ab dem 20. wieder auf. Also, ja, drei Leute kann ich leider nicht beherbergen, das wird ein bisschen zu voll. Vielleicht kommt dann jetzt nur meine Mutter, weil mein Papa eh verletzt ist und so. Aber das steht alles noch nicht so ganz fest, vielleicht fahre ich auch früher nach Hause. Aber ja, schauen wir sponti. Und ich muss heute einiges für die Uni machen. Ich habe heute auch ein paar Vorlesungen. Ja. Also heute wird ein Unitag. Ich werde heute viel für die Uni packen. Und ich hatte aber schon einen schönen Morgen. Ich habe meine Bauchmuskeln trainiert. Ich habe... Ja, das war es eigentlich. Ich würde jetzt gleich mal in mein Handy gehen. Mal die Aktienkurse checken. Checken, was die Börse macht. Und dann gibt es gleich erstmal Frühstück. Ich habe schon ein wenig Hunger. Yep. Und dann setze ich mich an die Uni. Ich habe mir gerade schon meine To-Do-Liste geschrieben für den Tag. Das ist schon mal ganz praktisch. Und ja, ne? So sieht's aus. Ich werde jetzt mal Frühstück machen. Aber ich weiß nicht was, liebe Leute. Ich weiß es nicht. Möchte ich wieder ein Müsli? Möchte ich ein Porridge? Like, I don't know. Ich glaube, ich habe heute mal Bock auf so ein ganz klassisches Porridge. Einfach nur Haferflocken. Ja, vielleicht. Vielleicht sehe ich mich da heute. So, bei mir gibt es heute zum Frühstück ganz klassisches Porridge. Ich habe einfach Haferflocken mit Wasser gemischt, ein bisschen Banane dazugegeben und oben drüber ist noch eine halbe Trockenpflaume, Kakaonips und Erdnussmus. Dazu gibt es einen schwarzen Tee und jetzt kommt hier noch ein Schuss Hafermilch drauf, also einmal auf meinen schwarzen Tee. Und auch auf das Oatmeal. Das macht die ganze Sache nochmal viel, viel geiler. Und yes. Jetzt wird gefrühstückt und dann geht's an die Uni. Starten wir die erste Lernsession. Yay! I'm starting to hear the whispers reach in my ears of warm intentions. Oh, Christmas. We'll burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Everyone I know. So, ich habe mir jetzt gerade ein wenig die Aufgaben angeschaut und ich muss sagen, mein Frühstück hat nicht so ganz gelangt. Ich verspüre noch so ein kleines Hüngerchen. Und ich habe heute einfach 5 Stunden am Stück Uni. Can you believe that? Ich habe von 13.15 Uhr bis 18.15 Uhr. Uni. Like I can't. Und ich glaube, ich mache mir jetzt gleich mal auf den Weg. Einmal habe ich richtig Bock auf ein Brötchen. Voll für mich wieder entdeckt. Brötchen sind super geil. Und ich dachte, dann komme ich nochmal ein bisschen raus, weil ansonsten sitze ich dann ja heute wohl den ganzen Tag am Schreibtisch, wa? Gibt Schöneres. Naja. Gut.
Und ich habe mir ein paar richtig coole Hörbücher geholt. Ich kann dazu noch nichts sagen, weil ich noch nicht reingehört habe. Aber ich glaube, da werde ich gleich mal schauen, was die Stimmung so macht. Und ja, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Wetter ist heute okay. Ja. Ja, mein Outfit ist auch einfach wieder schön. Ich habe natürlich eine Jogginghose an. Ja, ich sehe aus wie die ganze Zeit auch schon. Und oh, scheiße, ich habe ja nicht mal mehr meine Lockdown-Ausrede. Ha, huh. Do I really care? I doubt it. Naja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg, gehe ein kleines Röntchen, kaufe mir ein Brötchen und höre ein Hörbuch. Richtig Bock drauf. Ich drehe jetzt hier gerade mein Röntchen. Es ist irgendwie schon voll kalt. Irgendwie wirkt es kälter als die Tage davor, wo der Schnee noch lag. Der ist jetzt nämlich eigentlich geschmolzen. Und ich höre gerade ein so spannendes Hörbuch. Ich habe gerade angefangen. Das geht um Kommunikation. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres als eine eloquente Ausdrucksweise. Auch ein tolles Wort. Wow. Ich finde es so, so schön. Und ja, das ist sehr, sehr spannend. Wie, da geht es auch darum, wie Worte und Gestik und Mimik auf andere Menschen wirkt und so. Finde ich super, super spannend. Ich kann mal kurz gucken, wie das heißt. Aber jetzt sehe ich sie nicht. Das ist natürlich unangenehm. Und gebe mir eine Sekunde. Ah, okay, es hat einen ganz, einfach einen sehr direkten Namen. Ausdrucksweise verbessern und Wortschatz erweitern. So heißt das Hörbuch. Und bisher ist es echt gut. Oh, ich bin gerade einfach perfekt nach Hause gekommen. Ich bin wirklich, habe gerade meine Jacke ausgezogen, habe mich hingesetzt. Bin jetzt hier mal in die Vorlesung reingeslidet und würde jetzt mal beim Laptop in die Küche gehen und mir was zu essen machen. Ich habe nämlich Hunger und ich habe mir eben Brötchen gekauft. Tschüss. So, das ist jetzt hier mein Lunch. Das Brötchen an der Seite mit Käse, die andere werde ich gleich hier in Hummus dippen und ein bisschen Rohkost. Und dabei gibt es die Vorlesung. Also jetzt mal Real Talk. Wie geil sind bitte Brötchen? Oh mein Gott, es ist so lecker und richtig crazy. Also hier in Österreich hat so gefühlt, nein, es hat jeder Supermarkt so eine frische Backwarenabteilung. Also da kann man überall Brötchen und Brote holen. Das ist echt verrückt. Das sollte ich vielleicht mal mehr nutzen, weil wow, wie lecker. So ihr Süßen, wir haben gerade eine kleine Pause. Deswegen dachte ich, hier widmen wir uns den Adventskalendern. Habe ich richtig Bock drauf und ich habe heute eine richtig wilde Frise, habe ich eben mal gedacht, weil ich eben gerade so viermal meinen Pulli an- und ausgezogen habe. Und irgendwie ist mein Problem mit Babyhaaren richtig, es ist da. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich hatte das nie irgendwie. Aber gut, schauen wir mal rein. Und habt ihr es euch gemerkt, heute ist der 13. Das heißt, wir haben hier wieder eins von diesen kleineren Türchen. Oh, bitte, 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 Nut Butterball. Das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus. Boah. Oh mein Gott. Nut Butterballs, Hazelnut. Oh, Halleluja. Ich finde, die sind auch so, so schön verpackt. Oh mein Gott. Die hören sich ja richtig gut an. Den lasse ich gleich draußen. Der wird gleich probiert. Jetzt machen wir weiter mit Hey. Die 13. Stimmt gar nicht. Doch, 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 heute ist die 13. Puh, kurz verwirrt. Ja, das gestaltet sich schwierig. Hä? Ah, ich hab sie. Okay. Schauen wir rein. Oh, den kenne ich auch nicht. Crispy Protein Bar Cookies and Cream. Okay, ist der neu? Den habe ich noch nie gesehen. Aber der klingt lecker. Der klingt auch sehr gut. Und jetzt haben wir noch Pamela. Die 13. Okay, wie sieht das Türchen aus? Ja, relativ klein. Obwohl, oh, genau das gleiche wie der Proteinbar. Na? Okay. Hier haben wir auch nochmal die anderen Nut-Cluster. Die hatte ich schon, die fand ich nicht so doll. Also ich fand die mit Peanut, ja. Nee, Cinnamon. Irgendwie so, die fand ich richtig, richtig gut. Die fand ich okay. Und die mit Schoko habe ich noch nicht probiert. Ja, dann können wir uns jetzt mal dem Rätsel widmen und den Nut Butterballs. So, schauen wir mal heute ins Rätsel rein. Vielleicht läuft es ja heute besser.
aber ich möchte meine Erwartungen auch einfach nicht so hoch setzen. Ich wurde gefragt, ob ich das Rätsel mal zeigen kann. Ich weiß es. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, wenn ich das nicht hinkriege und ihr das in einer Sekunde löst. Bin ich mir noch nicht sicher. Nein, Scherz, kann ich natürlich gerne zeigen. Ich finde die Rätsel eigentlich auch, also ich finde die echt cool. Die sind nur teilweise gar nicht mal so leicht, möchte ich mal so sagen. Heute haben wir Level 3. Okay, das geht. Der Schlitten wird von Magie angetrieben. Mhm. Der Magieverteiler im linken Triebwerk neu, muss ersetzt werden. Welcher ist der richtige? Okay, das kriege ich hin. Da muss man jetzt schauen, ne, welches Muster hier reingehört. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das ja stoppen. Also, das ist das Muster, das Rätsel. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das lösen können. Okay, ich meine eine Lösung zu haben. Habt ihr auch eine? Ich glaube, oben rechts ist richtig. Also S80O90. Yes, und das ist auch die richtige Lösung. Heute ist mal wieder ein guter Tag. Dann öffnen wir auch gleich mal das Türchen. 80, 90, da kommen wir hier auch an. Das ist wieder so ein spannendes, bedrucktes. Ich weiß nicht, was da drauf ist. Naja. Also, so sieht die Schoki aus. Riecht nach irgendwas, was ich kenne, aber ich kann es nicht identifizieren. Und ja, das war das Rätsel für heute. Okay, jetzt geht es auch gleich schon weiter, aber ich möchte unbedingt noch ein Nut Butter Ball probieren. So sieht das Mäuschen aus. Die waren letztes Mal wirklich so gut. Und Haselnussmus finde ich auch sehr, sehr lecker. Ich habe leider keins mehr. Und ist auch relativ teuer. Okay, wir haben hier wieder so eine Dattelmischung, denke ich mal. Riecht so. Ja, stimmt. Mmh. Oh, die sind so gut. Oh, ich hatte schon ein bisschen Füllung. Mmh. Wow. Die sind wirklich der Hammer. Scheiße, wann kommt das nächste Türchen? Die 16. Okay, es sind 3 Tage. Das ist bestimmt wieder ein Riegel. Oh, sehr gut. Nochmal. Ein bisschen Füllung. Oh. Haselnusscreme ist halt auch so ein bisschen wie Nutella. Also die sind so, so gut. Wow. Boah, Jungs, ich hatte gerade die Übung und ich bin jetzt komplett fertig mit den Nerven. Das ist so anstrengend. In dieser Übung ist jedes Mal absolutes Chaos. Keiner hat eine Kontrolle, was da passiert. Und dann, ich finde, es ist das Schlimmste, was es gibt, wenn zwei Leute einfach so komplett aneinander vorbeireden. Und irgendwie passiert es jedes Mal, dass wir über eine Aufgabe reden und keiner versteht den anderen. Und dann kommt so alle 2 Sekunden die Rückfrage so, hey, ja, wie hast du das jetzt gemeint? Oder ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Und es ist so schlimm. Und ja, es ist ganz schlimm. Und ja. Das ist anstrengend. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt durch. Wir haben es jetzt 20:20 und ich muss jetzt nochmal kurz los und Klopapier holen. Wir haben nämlich wieder keins mehr. Das läuft noch nicht so ganz. Da müsste ich nochmal besser drauf achten, dass wir das irgendwie hinkriegen. Weil irgendwie wird es immer erst dann gekauft, wenn es wirklich leer ist. Ja. Ich hatte es aber irgendwie nicht auf dem Zettel. Naja, ich sprinte nochmal kurz los und dann mache ich mir auch gleich Abendessen, glaube ich. Ja, und heute Abend wollte ich eigentlich schon mal die Aufgaben für morgen fertig machen. Morgen muss ich nämlich wieder Aufgaben abgeben für diese spannende und tolle Übung. Wirklich nervlich. Es macht mich fertig. Ja, und ich wollte morgen wahrscheinlich auf dem Weihnachtsmarkt natürlich nochmal ausnutzen. Deswegen, ja, ist das jetzt hier so die Situation. Und ich mache mir jetzt mal fertig und gehe Klopapier kaufen. Lovely. Ab geht's. Ich stehe in der Küche. Das heißt, es gibt jetzt Abendessen. Später als sonst. Aber ich habe heute auch länger geschlafen. It's fine. I'm not stressed at all. Ja, ich mache mir wieder eine Bowl. Eine Spinach Bowl, ist klar. Ups. Ich habe von gestern, noch ein bisschen Tofu und Süßkartoffel und ich überlege, ob ich irgendwie noch ein bisschen Quinoa mache oder so. Und wir sind wieder mit Toilettenpapier versorgt, das ist gut.
Und ich habe mir noch Sonnenblumenkerne gekauft. Irgendwie dachte ich mir letzte Zeit, Sonnenblumenkerne, wie geil ist, aber ich hatte leider keine. Ich hatte nur so einen Salatkernmix. Das ist ja auch nicht so optimal. Und ja, jetzt mache ich mir Abendessen. Anstrengend, das kann ich euch sagen. Scherz, alles gut. Sorry für diese kurze Unterbrechung hier. Also bei mir gibt es heute genau das gleiche wie die letzten Tage auch schon. Ich habe mir so eine Spinatbowl gemacht heute aus so einer riesigen Schüssel, weil alle anderen Geschirrspüler waren. Da haben wir Spinat. Ich habe heute noch Brokkoli reingemacht, Champignons und Tofu, Süßkartoffel, Gurke. Darüber habe ich so ein richtig nice Dressing gemacht mit ein bisschen Mayo. Dann Joghurt, dann Wasabi-Paste und noch ein bisschen Wasser. Durchgerührt und oben rüber. Und dann noch ein paar Samen, Hefeflocken. Ja, that's it. Das ist hier mein Abendessen. Das werde ich jetzt mal essen. Heute ist bei mir übrigens auch so ein kleiner Wäschetag. Ich habe jetzt gerade die Wäsche abgehängt. Ich hatte heute Morgen schon eine angemacht. Die habe ich jetzt mal aufgehängt. Und habe jetzt noch eine neue Maschine angemacht. Hier ist einmal die abgehängte Wäsche. Die werde ich jetzt einmal zusammenlegen. Ich sitze jetzt schon mal bereit, um die Wäsche gleich zu machen. Ja, Wäsche waschen. Ich bin so... Ich zögere es immer so lange heraus, bis wirklich gar nichts mehr geht. Und dann wird alles gewaschen. Also, ja, ich habe gerade noch ein bisschen Weihnachtsmusik gehört. Das war der Hammer. Und jetzt habe ich so gute Laune, deswegen dachte ich, beantworte ich mal eine Frage. Ich habe nämlich richtig süß, einen Moment, ihr habt mich nämlich richtig süß gefragt, wie es mir geht. Also einmal, ob ich glücklich bin und dann eben auch, wie es mir geht. Und ich muss wirklich sagen, mir geht es momentan so, so gut. Also ich bin momentan so glücklich. Irgendwie, ich stecke momentan voller Energie und ich habe richtig Bock. Ich habe Bock auf das neue Jahr. Ich hab Lust auf die Weihnachtszeit. Ich freue mich so, dass jetzt Weihnachtszeit ist. Und ich freue mich irgendwie auf alles, was kommt. Das ist irgendwie, momentan geht es mir richtig gut. Und ich habe voll Bock. Ich habe Lust, Sachen zu erledigen. Ich habe Bock, Neues zu lernen. Ich habe irgendwie voll Lust, mich noch irgendwie, keine Ahnung, so gut wie es geht, an mir zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Und ja, ich muss echt sagen, ich glaube, ich bin so glücklich, wie ich noch nie war. Irgendwie, es wird, ja, keine Ahnung, mir geht es momentan richtig, richtig gut. Total lieb, dass ihr gefragt habt. Schreibt mir mal gern, wie es euch momentan geht. Ob ihr euch auch so aufs nächste Jahr freut. Ob ihr noch voller Energie seid oder ob ihr froh seid, dass das Jahr jetzt vorbei ist. Weil, ja, mich das natürlich interessiert, wie es euch geht. Aber, ja. Okay, gut. Jetzt geht's weiter. Entweder mit Christmas-Musik oder einem Hörbuch. Ich glaube, ich höre jetzt mal das Hörbuch und dann wird die Wäsche gefaltet. Juhu! Compromise or cheer, oh Christmas. The ground is fashionably green, but I imagine a scene with snowy sleigh rides. Oh Christmas, let's take our kindness inside and test it out for a ride and love each other. So, ich verabschiede mich jetzt auch für heute. Ich habe noch die Aufgaben für die Uni gemacht. Ich bin damit jetzt fast fertig. Das heißt, da muss ich morgen nicht mehr so viel machen und kann die dann direkt abgeben. Und jetzt habe ich schon angefangen, mein Video zu schneiden. Das war schon fast fertig. Ich war irgendwie in einem komischen Mood, finde ich. Irgendwie bin ich so ein bisschen, ne? Naja, gut. Morgen ist ein neuer Tag. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gebracht, euch das anzuschauen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und schicke euch nochmal ganz viel positive Energie. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder und ein dickes Küsschen an euch alle.